Oh mein Gott, ich liebe es gerade viel mehr, als ich erwartet hätte. Hello, Tag 3 und ich probiere jetzt endlich das Impressively Fudge, was ich schon vor 2 Tagen, 3 Tagen gekauft habe. Und zwar ist es diese Sorte hier. Chocolate Ice Cream with Fudge Covered Pretzel Pieces and Pretzel Swirls. Also so ein bisschen... Nee. Ich wollte sagen, eine Mischung aus Netflix und Chill und Pretzelpalooza, aber auch nicht, weil da war noch so Haselnuss drin in Pretzelpalooza, was ich auch so geil fand. Und Topping. Es ist eine Sorte für sich. Es ist Schokobrezel. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, dass Brezel sehr untergeht, weil es ja so ein dunkles Eis ist. Andererseits, ja, Schoko, salzig und Brezel ist schon geil. Ich hätte mir, glaube ich, irgendeine helle Komponente noch gewünscht, aber das being said, ohne es probiert zu haben, also wir testen es jetzt einfach mal zusammen. Pretzels are plenty. Enriched chocolate ice cream. This pint is packed with sweet and salty satisfaction. You're bound to be impretzelt. Impretzed, sorry. Impretzelt ist aber auch cool. Das Wortspiel ist wieder der Hammer. Also ja, es sind einfach super viele Brezeln in Schokoladeneis sein, süß und salzig. Muss geil sein, ihr wisst, wie sehr ich süß und salzig liebe. Wir haben 1180 Kalorien pro Pint. Ja, so normal würde ich sagen für ein Ben Jerry's in den USA. In Deutschland nicht mehr, weil in den USA sind die Ben Jerry's Pints nach wie vor Pints. Original Pint-Größe steht hier auch One Pint, 473 Milliliter. Und auch noch relativ schwer, wir haben nämlich 137 Gramm. Hier. Ups, da seht ihr es. Also 411 Gramm Inhalt. Für den ganzen Pint, weil 3 Servings 137 Gramm drinnen sind. New steht drauf. Ich habe es gekauft. Schon wieder vergessen. bei Publix, glaube ich. Erste Zutat ist Sahne, dann kommt flüssiger Zucker, nämlich Zucker und Wasser, also kein Corn Syrup an zweiter Stelle. Dann Skim Milk, also fettreduzierte Milch, dann Wasser, Zucker, dann Kakao. Wichtig, wir haben ja Schoko, so viel Schokohöhe drin. Und dann kommen Kokosöl und Wheat Flour, also Weizenmehl, Cornstarch, Soybean Oil, Canola Oil, Egg Yolks, noch mehr Kakao, Malted Barley Flour. Also das ist alles wahrscheinlich in den Brezeln drin. Wir haben keine Aromen drin. Tapioca haben wir noch drin. Krass! Und auch keine Aromen, keine Monodiglyceride, nur Sojalecithin, Guarkernmehl und Carrageenan. Also Carrageen. Krass. Und Unilever. Übrigens, in Deutschland wird Ben Jerry's von Unilever abgespalten und da wird sich nochmal einiges ändern, aber ich weiß nicht, wie das in den USA ist. In Zukunft werden wir mal sehen. The English Review will be on Instagram in short. Ich zieh das Eis heute so von oben aus. Haha. Ha. Oh, und es ist hier immer noch schwerer als in Deutschland. Ja, sieht erstmal nicht so spektakulär aus von oben, das habe ich auch schon in einigen Reviews gesehen. Aber wir probieren es einfach mal. Man sieht auf jeden Fall schon was von den dunklen Brezelstückchen, von den hellen, von dem Swirl und die Schokobasis. Und die wird wahrscheinlich wie immer sein. Es riecht auf jeden Fall schon sehr schokoladig. Ich glaube, es ist perfekt angetaut. Jetzt erstmal das normale Ben Jerry's Schokoeis. Nichts Besonderes, ich hatte schon irgendeinen Crunch drin. Seht ihr, da kommt schon eine Art Swirl. Der ist noch ein bisschen crunchy. Ich finde es schön, dass man ihn sieht. Leute, das gibt mir gerade so ein bisschen Chubby-Hubby-Vibes. Da sind zwar keine Brezeln, glaube ich, so am Stück drin, aber diese runden Brezeldinger, hier scheint ein richtig großes Stück zu sein. Da dieses Dunkle. Ich wollte euch aber erstmal den Swirl zeigen. Der schmeckt wirklich krass nach Brezel. Also wirklich wie Salzstangen. Nicht wie Brezel, Laugenbrezel, sondern wie Salzstangen natürlich. Kommt original durch. Ist natürlich nicht mehr crunchy, aber so richtig schön mehlig, teigig. Und vor allem, seht ihr das? Es sind richtig, richtige Bunker davon drin. Und ihr wisst, wie sehr ich das liebe. Hier so ein bisschen, wie viel Swirl da auch ist. Ultra genial. Und ja, der hat richtig diese mehlige Konsistenz. Ich glaube, ihr würdet es lieben. Das sind Sorte, die würden in Deutschland auch richtig gut ankommen, weil wir auch so Salzbrezeln und so ein Gedöns so lieben. Vielleicht fokussiert es so nicht so auf mein Gesicht. Geil, ja. Also ich hatte Angst, dass es untergeht neben dem Schokoeis, aber nein. Und er ist auch leicht salzig, richtig gut. Es passt mega gut zur Schokolade.
Und man hat schon immer so ein bisschen so einen Schokocrunch noch zusätzlich irgendwie, weil, glaube ich, ganz viele so kleine Schokostückchen im Eis sind, aber dann eben auch ein bisschen größere, zerbrochene, schokolierte Brezeln, also so wie das hier. Und die sind sogar noch crunchy. Und salzig im. Krass. Oh mein Gott. Ich liebe es gerade viel mehr, als ich erwartet hätte. Man sieht es vielleicht nicht so gut, aber das hier ist so ein schokoliertes Brezelstück. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich groß. Die ist nicht so riesig, riesig. Aber groß genug. Und die dunkle Schokolade passt sehr gut zu dieser helleren Basis. Und ja, es ist noch crunch da. Ich muss sagen, der Swirl schmeckt viel mehr nach Brezel als die Stückchen. Die Stückchen schmecken einfach nach crunchy Zartbitterschokolade. Aber ist okay, weil der Swirl ja schon so intensiv schmeckt. Ich hätte nicht erwartet, dass ich die Sorte so gut finde. Freue mich, den Becher zu leeren. Boah, das ist gut. Dieser Swirl, den will ich in Deutschland haben. Und zwar genau so umgesetzt. Boah, und da kommt noch so viel mehr. Das ist alles voll mit diesem Swirl. Schaut mal hier. Oh mein Gott, ich freue mich. Geile Sorte. Ich meckere ja oft über Ben Jerry's in den USA, in Deutschland. Kaffee muss auch sein. Aber hier haben sie es echt drauf. Krass.